Hallo, liebe Freunde des gepflegten Offroads, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein ganz anderes Video und zwar, wie ihr schon gelesen habt, dreht es sich um die Diff-Cover-Verstärkung von J-Parts. Die werde ich heute bei Devil Rider, seinem ATV, einbauen. Und ja, ihr könnt euch das Ganze anschauen, wenn ihr Lust habt. Und ich blende es auch mir oben ein, der Thomas Fröhlich hat dazu auch schon mal ein Video gemacht. Könnt ihr auch noch mal reinschauen. So, da ist das gute Stück. Also es ist, ich habe mir das viel größer vorgestellt. Hier mal so ein kleiner Größenvergleich zu meiner Hand. Also das ist ja ein lüttes Ding, hätte ich nicht gedacht. Das ist also das Teil von J-Parts. Ja, ihr seht schon hier vorne die verjüngte Stelle. Die sind für verstärkte Spurenköpfe gedacht, weil wenn das genauso dick wäre wie hier, würden die hier oben anschlagen. Ja, des Weiteren haben wir hier drin ein Nadellager. Jo, das ist erstmal das Teil und dazu geliefert werden 4 Schrauben und ein Sicherungsstift für die Kardanwelle. Bevor es losgeht, muss ich das ATV aufbocken und die vorderen beiden Räder abmontieren, damit ich vernünftig an den Stift komme der Kardanwelle. Ja, also, wenn das fertig ist, sehen wir uns wieder. So, die Räder sind ab, das Fahrzeug ist aufgebockt und ihr seht hier die Kardanwelle, Kreuzgelenk und hier das Differential. Und dieser Stift, der muss jetzt erstmal raus. Manchmal geht das leichter, manchmal etwas schwieriger. Ja, das ging ja besser als gedacht. Ich habe hier diese beiden Dorn benutzt. Einmal diesen hier und einmal diesen hier. Den, wenn der Stift ein bisschen weiter drin ist, jo, ging einmal frei raus. Dieser Stift ist einfach nur gewickeltes Blech und hat einfach nur die Aufgabe, diese Verbindung zu halten. Der nächste Schritt ist dann, die Kardanwelle in diese Richtung, also nach hinten zu schieben, um sie vom Differential zu lösen. Meine Fresse. An Fett kann es nicht liegen, jetzt ist keins dran. Jetzt können wir uns daran machen, beim Cover diese Schrauben zu lösen. Es wird auf jeden Fall Öl hinauslaufen. Das muss ich also auffangen. Ich werde ein paar Lappen drunter legen. Ein bisschen wird rauskommen, nicht viel. Es wäre natürlich sinnvoller, vorher das Öl abzulassen. Wozu soll ich das verschwenden? Weil es bleibt ja immer noch was drin. Umso weniger brauche ich hinterher nachzufüllen. Ich werde jetzt das Fahrzeug ein bisschen ablassen, damit nicht so viel Öl rauskommt. So, das Diff-Cover ist mit einer 30er Torx befestigt und sollte nicht stärker angezogen sein als 11 bis 15 Newtonmeter. Das heißt, es müsste leicht zu lösen sein. So, da kommt das Öl. Kann nicht viel sein. Erstmal runterlaufen und hier drauf tropfen. Hier ist noch ein Dichtring, der bei dem neuen Cover schon mit dabei ist. Dann die Sichtfläche säubern. Dann wirft noch ein bisschen Öl nach, dass das nochmal laufen und gut ist. So, mache ich das jetzt mal aus dem Eisschrank. Ich hoffe, das reicht jetzt. Das war jetzt eine Stunde drin. Ja, dann probiere ich das jetzt mal zu fügen. Ne? Ist schon drin. So, hier nochmal der Unterschied der beiden Cover.
Ja, also, ihr seht schon hier, dass es deutlich verstärkt ist. So ist richtig. So. Also, perfekt. Das sitzt jetzt schön drin. Läuft wunderbar. Gut, dann geht's an den Einbau. Ach so, worauf ihr noch achten solltet. Ich habe jetzt hier innen drinnen leicht Fett reingeschmiert, ne, damit das Lager schön da reingleiten kann. Wenn es nicht gleich klappen sollte, legt es euch auf eine Holzunterlage. So. Und mit einem Gummihammer ein paar sanfte Schläge, dann geht das auch. Ne? Aber ihr müsst es frieren, sonst wird es zu schwierig und ihr könnt dem Lager Schaden zufügen. Auch den Simmerring ein bisschen einfetten, damit das schön sauber reingleitet. Gut, dann bauen wir es mal wieder ein. Zack. Da ist es drin. Also Schrift-J-Parts nach oben. Die Aussparung muss hier rechts sein. Dann schrauben wir es mal an. Das ist ein 4er Imbus. Dann setzen wir die Schrauben erstmal mit der Hand an. So, wenn ihr den Schrauben dann erstmal so angedreht habt, leicht, und das Cover sitzt, dann müsst ihr immer dichtstellen, merken, dichtstellen immer über Kreuz. Also oben rechts, unten links, oben links, unten rechts oder umgekehrt. Ne? Das ist wichtig. Damit werden Dichtstellen immer verschraubt. So, fest ist es. Jetzt kommt wieder die Kardanwelle drauf. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dass die Kardanwelle und das Loch und jedes Loch ein sauberes Lochbild ergibt. Das heißt, dass ihr da einmal frei durchgucken könnt, um hinterher den Splint oder den Stift wieder einzufügen. Das geht, ich habe es alles gefettet und sauber gemacht. Perfekt. Ich nehme jetzt wieder den Originalstift, weil der ist noch gut. Den kann man wiederverwenden und den Original von J-Parts gebe ich dem Devil mit. Drin ist er. Fest, wackelt und hat Luft. Nee, wackelt oder nicht. Jo. Erledigt, Freunde. So einfach wechselt man das Div-Cover an der Polaris Scrambler 1000 XP. So, Freunde, das war mal ein anderes Video von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich müssen noch die Räder drauf. Und nicht zu vergessen, anschließend auf dem Differential Öl nachkippen. 275 Milliliter müssen drauf. In dem Fall natürlich ein bisschen weniger, weil noch ein bisschen abgelaufen ist. Die Öleinfüllschraube befindet sich auf der anderen Seite, circa mittig. Und einfach nur Öl aufkippen, bis an der Einlassschraube wieder das Öl austritt. Das ist nämlich Grenze, Oberkante, dann seid ihr fertig. Nicht vergessen, das Lösen und das Anziehen der Ölablass- und Einlassschraube 11 bis 14 Newtonmeter waren das, glaube ich. Also handfest. Sonst habt ihr hinterher Probleme, wenn ihr mal wieder Ölwechsel machen müsst. Ne? Oder das gereißt euch das Gewinde aus. Also immer mit dem richtigen Drehmoment. Dann kann da auch nichts passieren. Jo. Das war's. Vielen Dank. Ich bin fertig. Ich baue jetzt alles zusammen, mache Öl drauf. Und jo, dann war's das. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Vielleicht habt ihr noch einen Verbesserungsvorschlag oder was man anders machen könnte. Haut es in die Kommentare rein. Und ja, war mal ein anderes Video. Bis zum nächsten Video. Ringe und ciao, ciao, euer Bagierze. Danke fürs Zuschauen.